Hallo, willkommen zurück zum Harem-Simulator mit Teddy. Die anderen behaupten, es sei ein Geist, doch davon halte ich nicht viel. Stimmt etwas nicht? Ah! Oh, du bist das, Callum. Du hast mich überrascht. Sorry. Verzeih, du sahst besorgt aus, daher wollte ich sehen, ob etwas nicht stimmt. Nun, etwas macht mir tatsächlich Sorgen. Die Männer berichten von seltsamen Ereignissen und rätselhaften Phänomenen. Okay. Du meine Güte, von was denn? Nun, wenn sich zum Beispiel eine Gruppe bildet, erscheinen Getränke am Tisch. Außerdem ist immer ein Becher mehr da, als Leute am Tisch sind. Doch jeder bestreitet, den Becher oder die Getränke serviert zu haben. Sehr eigenartig. Tatsächlich so eigenartig, dass manche behaupten, es sei ein Geist am Werke. Es ist kein Geist. Oh, selbstverständlich nicht. Ich weiß bloß nicht, was dahinter stecken. Okay. Das bin ich. Ich serviere die Getränke. Du? Aber warte, warum bringst du mal einen Becher mehr an den Tisch? Das ist mein Becher. Ich vermute, die anderen bemerken es lediglich nie. Diese Erklärung ist beinahe noch absurder als die Geistertheorie. Gut, ich glaube, das hatten wir auch schon. Aber das nicht. Da-di-da-di-dum. Die tölpende Töle tanzte auf dem Fass herum. Hallo? Wie kam das Getränk hierher? Keiner, bist du da? Genau hier vor dir. Ah ja, natürlich, jetzt sehe ich dich. Vielen Dank für das Getränk. Ich wollte dein Summen eben nicht unterbrechen. Ah, im Gegenteil, ich war nur verdutzt, als der Becher an meinem Ellenbogen auftauchte. Ja, tut mir leid. Weißt du, Callum, wenn du willst, dass man dich bemerkt, dann musst du lauter reden. Oh, ich will gar nicht bemerkt werden, zumindest nicht besonders. Nun, wenn das dein Plan ist, muss ich sagen, du setzt ihn sehr gut um. Okay. Außerdem faseln die Leute von körperlosen Stimmen, wenn ich lauter spreche. Zumindest ist das gestern beim Abendessen passiert. Oh. Ah, ich dachte mir, dass du das gewesen sein könntest. Das halbe Lager weigert sich, nachts die Zelte zu verlassen. Sie fürchten sich vor dem Geist. Sorry. Tut mir leid. Sorry. Ist doch nicht deine Schuld, dass sie so abergläubische Hennen sind. Ja, aber nun ist mir klar, wieso die Leute so reagieren, wenn ich nett zu ihnen bin. Wenn ich das nächste Mal Tee bringe, werde ich laut verkünden, was ich vorhabe. Und ich werde versuchen, mich nicht mehr seitwärts hinzustellen. Oder in den Schatten. Oder hinter die Zeltstangen. Ausgezeichnete Idee, Callum. Das ist die richtige Einstellung. Ich wette, damit werden dich einige eher bemerken. Oh je. Oh, ein Stück Krähenbärenkuchen. Wo kommt das denn hierher? Es ist für dich, Callum. Wow. Teddy, du hast mich gesehen. Ja. Der Trick ist, zu schielen und zur Seite zu schauen. Ich habe dann und wann ein bisschen geübt. Wie dem auch sei, du hilfst uns immer so. Da wollte ich dir etwas, das gerne vergelten. Thank you. Danke. No. Nicht zu danken, das ist das Mindeste, was ich tun kann. Donnerwetter, du bist wirklich zu gut zu mir, Teddy. Nun, ich denke, ich bin dann mal weg. Was in aller... Wie hat er das gemacht? Es ist, als habe er diese Welt verlassen. What? Ich bin gleich hier drüben. Ich räume die Rüstkammer ein wenig auf. Oh, richtig. Natürlich. Das wusste ich natürlich. Es ist nur... Du hast so rätselhaft gelächelt. Dann hast du dich nach links gedreht und bist verschwunden. Es war fast so, als wärst du glückselig geworden. Als hättest du die Welt der Sterblichen einfach hinter dir gelassen. Du hast aber eine ausgesprochen lebhafte Fantasie. Sorry. Ja, vielleicht waren die Moralstücke im Theater in letzter Zeit zu viel. Wie dem auch sei, du kannst jetzt nicht in der Rüstungskammer herumwursteln. Sie warten alle auf dich. What? Mich? Aber warum? Yeah. Sie haben wegen des angeblichen Spuks so einen Wirbel gemacht. Es tut ihnen leid. Oh, ich weiß nicht. Das klingt nach ziemlich viel Aufmerksamkeit. Well. Callum, jeder muss mal den Mut haben, im Mittelpunkt zu stehen. Gut, aber wenn es mir zu peinlich wird, lasse ich die Welt hinter mir. Huh? Aha, ich wusste es. Das war ein Witz. Ein Witz. Haha. Teddy, warum weichst du so von mir zurück? Uff. Hey. Die kleine Feier, die wir neulich veranstaltet haben, hat so viel Spaß gemacht. Okay. Ja, ich denke schon. Dieser Tumult, als du dich erhobst und mit einem Mal verschwandest. Ich erzählte daraufhin allen, dass du die Welt der Sterblichen verlassen hättest. Und die Hälfte hat es mir sogar geglaubt. So. Ja. Oh, verzeih, ich plappermäulchen, lass dich ja gar nicht zu Wort kommen. Ich langweile dich doch nicht, oder? No. Menschenskind, ganz und gar nicht. Ich höre dir sehr gerne zu. Ich mochte noch niemanden so sehr wie dich und ich liebe den Klang deiner Stimme. Oh, oh, wie schön. Danke, Callum. Hey, warte mal einen Augenblick. Was meinst du mit mögen? Magst du mich wirklich so sehr? Sorry. Ist das ein Problem? Nein, natürlich nicht. Ich bin nur etwas überwältigt. Na, dann bereite ich davor, noch mehr überwältigt zu werden. Was geschieht hier gerade? Wieso gibst du mir einen Ring? Gefällt er dir? Yeah. Wunderschön, Callum. Ich liebe ihn. Darf ich ihn behalten? Okay. Na, das hoffe ich aber. Obwohl ich mir Sorgen mache, dass ich vor lauter Freude einfach abhebe. Keine Sorge, ich pack dich einfach am Knöchel, bevor du zu hoch schwebst. Natürlich nur, wenn du wirklich meine Frau werden willst. Oh. Mehr als alles andere. Um die Wahrheit zu sagen, liebe ich dich schon lange. Ich bin froh, dass du mich gefunden hast, Teddy. Das ist noch nicht vielen Leuten gelungen. Du musst dir nie mehr Sorgen machen, nicht gefunden zu werden. Wo du auch bist und was du auch machst, ich werde an deiner Seite sein. Wir sind durch Freundschaft, Vertrauen und Liebe miteinander verbunden. Dann war dies das letzte Mal, dass ich verschwunden bin. You
You make me feel like I'm really here. Like I mean something. I am yours. Forever. Ja, ist jetzt. Ich glaube, das ist einer meiner absoluten Least Favorites, aber Callum ist halt auch absolut nicht mein Typ. Dafür aber Lonzo, der geile Hengst. Gut, Lonzo, für die heutige Übungsstunde sind wir wohl Partner. Ich glaube, das hatten wir auch schon. Du musst es behutsam mit mir angehen lassen, einverstanden? Huh. Das war alles, dein unverbindliches Grunzen? Nun gut, dann fangen wir an. Ha, du bist wirklich so gut, wie alle anderen immer behaupten. Danke. Aber nicht einmal dein Schwert zu ziehen ist schon willentlich herablassend. Schwertkampf ist ein Sport für Männer. Was weiß schon eine Frau von... Ah! What? Was soll alles in der Welt macht ihr, der Vibe? Wieso werft ihr Falken nach mir? Kannst du dich einem Feind nicht annähern, so musst du ihn aus der Ferne bekämpfen. Grundlegende Taktik, es überrascht mich, dass du sie nicht kennst. Pardon? Egal, ihr werdet mich ohnehin nie treffen. Oh, das nenne ich eine Herausforderung. Na gut, Leichtfuß, dann weich dem hier aus. Ha! 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 Aufhören, kommt ja nicht näher, bitte keine Feigen mehr werfen. Wir müssen, ha, näher beieinander, ha, stehen, um, ha, richtig zu üben. Oh, eine Verrückte bewirft mich mit Obst. Genug, ich hau ab. What? Angsthase, komm zurück. Ja. Wow. Hallo, Lonzo, woher kommt denn der blaue Fleck auf deinem Kinn? Sorry. Oh, stimmt, Feigenverwundung, entschuldige. Oh je, das ist ja richtig angeschwollen. Ich hätte nie gedacht, dass er mich selbst im Bett noch mit Feigen bewerft. Aber nur so konnte ich dich überhaupt treffen. Nur eine rücksichtslose Närrin würde sich nachts in mein Zelt schleichen. Was, wenn euch jemand gesehen hätte? Was würden die Leute wohl denken? Oh, schon gut. Ich weiß ganz genau, wann und wo die anderen schlafen. So konnte ich sicher sein, dass niemand mich sehen würde. Ich kann wirklich nicht sagen, ob ihr eine Genie oder eine komplette Närrin seid. Aber eine Närrin kann sehr niedlich sein, findest du nicht? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Ja, jetzt wo ich es laut sage, weiß ich es auch nicht mehr. Ach. Moment, hast du gerade gelacht? No. Nein. Ja. Hast du doch? Ich habe genau gehört, wie du ha gesagt hast. Niemals. Mir könntet ihr nicht mal ein Kichern entlocken. Oh, das klingt doch nach einer weiteren Herausforderung. So. Verdammt. Genau, los geht's. Ich werde dich um jeden Preis nochmal zum Lachen bringen. Wie konnte ich nur schon wieder in so ein Schlamassel geraten? Genug, Tanny. Was? Was ist denn? Ihr verhöhnt sowohl das Trinken als auch mich. Versucht nicht, das zu leugnen. Huh? Was willst du damit sagen? Bei jedem Kampf zieht ihr Grimassen und kitzelt mich. Ja. Und dir ist nicht aufgefallen, wie viel entspannter du dadurch bist? Pardon. Was meint ihr? Wow. Ich meine damit, dass ich ganz nah bei dir stehe und du nicht mal schwitzt. What? Gütige Götter, das stimmt. Wie konnte mir das entgehen? Welche Hexerei hat das bewirkt? Well. Weder Hexerei noch Zaubersprüche, ich schwöre es. Nur zwei Gefährten, die sich daran gewöhnt haben, Seite an Seite zu kämpfen. Mir tut mein merkwürdiges Verhalten leid, aber ich wollte dir nur helfen. Mir ist deine Frauenphobie bekannt und daher habe ich nach einem Plan gesucht. Ich dachte, dass ich dich ablenken könnte, wenn ich mich nur komisch genug benehme. Ha, ihr seid wirklich die Königin der Schwindler. Hey, ich habe dich schon wieder zum Lachen gebracht. Und dann heiraten sie. Tanny, kann ich euch kurz sprechen? Oh, hallo Lonzo, es passt ja gar nicht zu dir, ein Gespräch anzufangen. Habt ihr mich in unserem letzten Kampf verzaubert oder mir einen Trank eingeflößt? Nein, natürlich nicht. Wieso fragst du? Ich verstehe. Dann hat der Aufruhr in meinem Herzen eine natürliche Ursache. Das klingt so gar nicht nach dir. Du wirst doch nicht etwa krank? No. Nicht so, wie es für euch... Wie bitte? Nicht so, wie ihr es euch vielleicht vorstellt. Wisst ihr, Teddy, in letzter Zeit habe ich wohl eine ungehörige Zuneigung zu euch entwickelt. Was? Es ist wahr. Und trotz aller Bemühungen sprießt und gedeiht dieses Gefühl. Meine Versuche, dich zum Lachen zu bringen, haben wohl unerwartete Folgen. Ich muss es wissen. Teilt ihr meine Gefühle? Wenigstens ein bisschen? Nun ja, am Anfang konnte ich dich nicht leiden, aber das hat sich geändert. What? Ehrlich. Well. Erstaunlicherweise ja, ich mag auch dich, Lonzo. Sehr sogar. Oh, sehr gut. Ich bin den Umgang mit Frauen nicht gewohnt. Was soll ich jetzt machen? Mich umarmen, schätze ich. Sehr gut. So ungefähr. Oh. Wie erstaunlich, deine Frauenphobie ist vollständig überwunden. Nein, sie betrifft nur dich nicht mehr. Wow. Ha, das ist wohl gar nicht so schlecht. Right. Wie auch immer, würdest du den hier annehmen? Huh? Du hast mir einen Ring gekauft. Moment, dann war das doch die ganze Zeit geplant? Ja, ich ging schon eine ganze Weile in die Stadt, um ihn für dich zu kaufen. Stell dir nur vor, wie schwer es mir fiel, ein Schmuckgeschäft für Frauen zu betreten. Und trotzdem hast du es für mich gemacht. In den schlimmsten Albträumen hätte ich nie gedacht, dies für eine einfache Frau zu tun. Aber ich habe es getan. Für dich. Ich hoffe, er gefällt dir. Für eine einfache Frau? Ja, ich habe auch gerade gedacht. I confess, I do have feelings for... God, must all these emotions be so vexing. Wir werden ihn nie von vorne sehen. Immer nur das Side-Profile. Aber diesmal zumindest die andere Seite.
Ist das immer noch dein Antwortbrief? Du sitzt jetzt schon eine halbe Stunde dran. Gab es schlechte Neuigkeiten? Hoffentlich ist das nichts Ernstes. Nein, nur ein typischer Brief meiner Eltern. Wir hoffen, dir geht's gut und all das. Warum fällt es dir dann so schwer, eine Antwort zu verfassen? Es ist kompliziert. Ich weiß einfach nicht, was ich schreiben soll. Es gibt einiges, über das du schreiben könntest, gerade nach der letzten Schlacht. Erzähl ihnen, wie du ein ums andere Mal den Tod entkamst. Das beeindruckt sie bestimmt. Seid ihr wahnsinnig? Das Ziel ist es, ihnen weniger Sorge zu bereiten und nicht mehr. Oh, stimmt. Nun, warum schreibst du da nicht von diesem Kampf gegen die Untoten? Erzähl ihnen, wie du sie in Stücke gerissen und ihre Teile in alle Winde zerstreut hast. Aber so etwas habe ich doch gar nicht getan. Außerdem würde dies dazu beitragen, dass sie sich aus ganz anderen Gründen sorgen. Erkennt ihr mein Problem? Ich will nicht lügen, aber wenn ich davon schreibe, wie alles ist, plagt sie das. Und wenn ich schreibe, wie sehr ich sie vermisse, macht das nur schlimmer. Wie wäre es dann mit ein paar Worten, damit sie wissen, dass es dir gut geht? Ich weiß nicht, vielleicht warte ich auch, bis ich etwas tue, was sie stolz macht. Wenn sie dich eben gehört hätten, wären sie das ganz sicher. Oh mein Gott, wisst ihr, was furchtbar ist? Ich muss das jetzt schon mal spoilern. In Fates gibt es einen anderen Charakter, den ich super scheiße finde. Und auch seine Unterstützungsgespräche handeln von verfickten Briefen. Warum? Du hast deinen Eltern immer noch nicht geschrieben, oder? Ich habe das Déjà-vu meines Lebens. Wirklich, es ist in Fates genauso. Ich hänge immer noch fest. Mir fallen einfach nicht die richtigen Worte ein. Du könntest doch jederzeit einfach gehen. Und wohin gehen? Nach Hause? Warum nicht? Geh heim und besuch sie. Verbring etwas Zeit mit deiner Familie. Du musst ja nicht alles stehen und liegen lassen und gleich morgen aufbrechen. Aber wenn die Dinge sich etwas beruhigt haben... Nein, ich kann doch nicht zurückgehen. Warum nicht? Ich weiß nicht, wer sie über mich wisst. Ich komme aus einem alten, respektierten Haus. Doch in jüngster Zeit ist das Haus meiner Familie ebenso stark verfallen wie ihr Ruf. In diesem Krieg geht es um mehr als nur um die Rettung der Welt, zumindest für mich. Es geht mir darum, den Namen meiner Familie wiederherzustellen. Und ich kann nicht heimkehren, bevor mir das gelungen ist. Da hast du ja einiges vor dir, Ricken. Deine Eltern haben Glück, jemanden wie dich zu haben. Kaum vorstellbar, wie so ein vorbildlicher Sohn herumläuft und wurde zerfetzt und ihre... Hört schon mit dem Zerfetzen auf. Was für ein Monster haltet ihr mich eigentlich? Ich zieh dich nur auf, aber jetzt mal im Ernst. Wenn du sie schon nicht besuchst, solltest du ihnen zumindest schreiben. Es gehört zur Aufgabe eines vorbildlichen Sohns, die eigenen Eltern zu beruhigen. Ja, ich weiß, ihr habt recht. Also schön, ich werde es ganz einfach halten. Liebste Mutter, liebster Vater, ich hoffe, es geht euch gut. Heute rettete ich meiner Liebsten Leben und das Blut der Feinde tränkte den Boden. Moment, nicht so schnell. Heute rettete ich meiner Liebsten? Würdet ihr bitte damit aufhören? Ich helfe dir doch nur. Nein, tut ihr nicht. Oh mein Gott. Hey, Teddy, könntet ihr bitte das hier mit den anderen Briefen abschicken? Oh, ein Brief an deine Familie, was? Offenbar fiel dir dann doch noch etwas. Tut mir leid, in deiner Nähe. Fühle ich mich immer so übel. Ich meine, ja, vielleicht ist dir doch noch was eingefallen und so. Ich schrieb nur die Wahrheit. Ich vermisse sie und hoffe, sie bald wiederzusehen. Deine Berichte... Keine Berichte ruhmreicher Taten? Keine kühnen Worte? Nichts über Zerfetzungen? Hier nicht jetzt. Ich denke, das neue Haus wird noch ein wenig länger warten müssen. Ich sagte nur die Wahrheit, dass ich es soweit brachte, aber noch einiges vor mir liege. Nicht die besten Neuigkeiten der Welt, doch vermutlich immer noch besser als nichts. Aber das sind gute Nachrichten. Das wird sie sicherlich beruhigen. Wie das, indem ich ihnen sage, wie schwach ich bin? Nein, indem du ihnen erzählst, wie du daran arbeitest, deine Grenzen zu überwinden. Das ist eine sehr reife Denkweise. Ich bin sicher, dass sie stolz sein werden. Glaubt ihr das wirklich? Ich garantiere es dir. Das hast du gut gemacht, Rick. Und jetzt komm her. Lass das nicht tätscheln. Er sagte mir, dass ich reif bin und jetzt behandelt er mich wie ein Kleinkind. Entschuldige, du hast halt diese niedlichen kleinen Wangen und... Kannst du mir erst hör auf damit. Verstörend, dass sie jetzt heiraten werden, aber ja. Hey Teddy, vielen Dank, dass du mir neulich mit dem Brief geholfen hast. Ich habe ein kleines Dankeschön für dich besorgt. Also hier. Ach, wie süß, ein Brief für mich. Oh, der Umschlag ist ja ganz schön schwer. Was hast du denn da alles reingepackt? Öffne ihn, du wirst es sehen. Gütige Götter, wie fest hast du den denn zugeklebt? Ach, geschafft. Oh, ein schimmernder Stein. Ricken, der ist wunderschön. Das ist der wertvollste Stein, der nur an den Hängen des Teufelsgebirges zu finden ist. Bei den Göttern, Ricken, du bist ganz allein in diesen furchtbaren Ort gegangen? In dieser Gegend lauern Räuberbanden und unzählige wilde Monster. Wurdest du verletzt? Sag die Wahrheit. Würdest du bitte aufhören, mich ständig wie ein Kind zu behandeln? In Ordnung, tut mir leid. Ich bin kein Junge mehr, Teddy. Ich bin ein erwachsener Mann. Und das musst du mir glauben. Aber wieso, Ricken? Wieso ist dir meine Meinung so wichtig? Weil ich dich liebe. Ich möchte weder dein Kind noch dein kleiner Bruder, sondern dein Ehemann sein. Wenn ich dir diesen Stein erneut in einem Ring gebe, wäre deine Antwort dann ja? Tut mir leid, Ricken. Ich weiß, dass du kein Kind mehr bist. Ich konnte beobachten, wie du zu einem bemerkenswerten jungen Mann heranwuchst. Meine Antwort lautet also ja. Ich nehme deinen Ring mit der größten Freude an.
Wirklich, meinst du es ernst? Nein. Aber spiele nicht länger mit dem Feuer. Ich will keinen Ehemann, der sich aus purem Trotz den Schädel spaltet. Hast du mich verstanden, junger Mann? Hey. Natürlich. Ich... Hey! I wish I could throw my arms around you and never let go. Just wait for me to get a little taller. Okay? Ist das unangenehm, ey. Ist das unangenehm. Ah, oh, schnell. Gaius, rette mich. Ah, Gaius, entschuldige nochmal wegen vorhin. Ich wusste nicht, dass du badest. Was ist mit ihr? Ach, kein Problem. Wenigstens hatte ich noch meine Kniehosen an, stimmt's? Aber du musst wissen, ich bin gerade nicht so in Form. Der Krieg strapaziert meine Nerven, deshalb esse ich mehr Süßigkeiten als sonst. Eigentlich habe ich ja einen Waschbrettbauch und in den Hintern eines Holzfell. Zu viele Informationen. Ich glaube dir ja, also bitte hör auf. Aber es gab da schon etwas, das mir ein bisschen Sorgen bereitet hat. Was? Der Händler hat geschworen, dass die Hose auch bei Nässe blickdicht ist. Mensch, diesen lügenden Betrügenden. Ich rede von der Tätowierung auf deinem Arm. Das ist doch eine Art Gefängnistätowierung, oder? Oh, das meinst du? Ja, man hat mich mal erwischt, als ich einem Freund half. Und dafür musste ich ein Weilchen im Zuchthaus schmoren. Naja, ich würde es bevorzugen, wenn du das für dich behältst, du Früchtchen. Hast du mich gerade Früchtchen genannt? Aber mach dir keine Sorgen, ich werde es schon niemandem erzählen. Was? Du willst es weitererzählen? Rieche ich etwa Erpressung? Nun gut. Ich richte jedenfalls nicht über jemanden, der sich ein kleines Zubrot verdienen will. Du kannst heute mein Abendbrot haben. Wird das deine Lippen versiegeln? Danke. Eine Portion wäre es genug. Außerdem war das keine Erpressung. Oh, yeah. Du kleines Früchtchen bist wirklich eine knallharte Verhandlungspartnerin. In Ordnung. Wie war's mit dieser Sahnetorte? Nein, danke. Ich sagte doch gerade... Oh, du denkst also an Gold. Ich kann dir versichern, dass ich total pleite bin. Aber ich kann dir ein paar einzigartige, leckere Honigkuchen anbieten. Sieh mal, ich will nichts Süßes von dir. Ich werde deine vermaledeites Geheimnis hüten. Ich Blutfrüchtchen, ja. Vielleicht würde ich eine kandierte Feige beschwichtigen. Ach ja. Gaius, ich wusste nicht, dass du einen Marktstand hast. Nun, ich mische mich gerne mal unter die Leute und handle mit Krimskrams. Da wir gerade dabei sind, gibt es hier etwas, das dir gefällt? Ich habe seine Kniehosen aus dem Osten, echte Lederschneiden, Qualitätsnägel. Oh, schau dir dieses Prachtstück mal an. Das ist eine waschechte Ghoulhaut. Wenn man ganz nahe kommt, dann kann man das Böse noch spüren. Hast du auch Bücher? Genauer gesagt Bücher über Strategie? Ich hatte gehofft, mein strategisches Wissen im Dienste der Hirten etwas zu erweitern. Ich kann jedoch keinen einzigen Band entdecken. Das ist wirklich seltsam. Strategiebücher also. Warte kurz hier, du Früchtchen. Ja, wo ist er nur hin? Oh, da bist du ja wieder. Das ging aber schnell. Wirf mal einen Blick darauf und sag mir, ob dir das gefällt. Was? Gaius, diese Kiste ist voller Bücher. Hast du etwa alle Stände leer gekauft? Yep. Irgendwie schon. Hier, du kannst sie haben. Betrachte sie als Geschenk. Du solltest die Schuld von neulich begleichen. Zwinker, zwinker. Bei allen Göttern, du bist wirklich ein Einfallspinsel. Zum letzten Mal, Gaius, ich erpresse dich nicht. Nun bring sie wieder zurück, ich kann sie nicht mit gutem Gewissen annehmen. Oh, ich verstehe, die Bücher des guten alten Gaius reichen dir wohl nicht. Warte kurz hier, du Früchtchen, ich denke, ich habe ein kleines Spielchen durchschaut, ja? Manchmal frage ich mich, warum ich es überhaupt versuche. Aber hallo, das ist ja mal ein hübsches Amulett, das sieht ja fantastisch aus. Du willst also das Amulett. Sind wir dann quitt? Gaius! Anscheinend nicht. Ach ja. Hier, Früchtchen, ich hab was für dich. Ein Amulett? Nur weil ich neulich am Markt dieses hübsche Exemplar erwähnt habe. Vielen Dank, Gaius. Aber ich denke, du missverstehst. Das ist ein klasse Teil. Es ist auf dem Markt bestimmt ein Säckchen Gold wert. Das geht doch nicht. Ich kann solch ein extravagantes Geschenk nicht annehmen. In Ordnung, ich geb's zu, ich hab gelogen. Es ist ein klitzekleines bisschen mehr wert als ein Säckchen Gold. Sieh genau hin, ich hab's selbst gefertigt. Du hast es hergestellt, aber es ist umwerfend. Schön, dass es dir gefällt, Früchtchen. Dann hat sich die ganze Mühe gelohnt. Aber warum gibst du es? Ohne bestimmten Grund. Einfach so. Naja, eine Hand wäscht die andere. Zwinker. Du versuchst doch schon wieder, mich zu bestechen, stimmt's? Ich habe es dir schon 100 Mal gesagt, ich werde dein Geheimnis hüten. Ich gab dir mein Wort und dabei solltest du es auch belassen. Sieh mal, ich vertraue dir ja. Ehrlich und wahrhaftig. Es ist nur so... In meinem Metier hat alles seinen Preis. Es gibt viele Leute, die dir sagen, sie würden dir einen kostenlosen Gefallen tun. Doch sie sind dann auch immer die Ersten, die danach die Hand aufhalten. Ah, ich verstehe. Ich hatte gehofft, dass es nicht so weit kommen würde. Gaius, ich muss dir noch etwas Wichtiges sagen. Yep. Etwas Wichtiges? Ja, ein Geheimnis. Ein äußerst peinliches. Es ist so. Ein Huhn? Oh nein, das hast du nicht wirklich getan. Doch, das habe ich. Du bist jetzt der Einzige, der davon weiß. Du musst mein Geheimnis für dich behalten und im Gegenzug hüte ich deines. Sind wir im Geschäft? Oh, jetzt verstehe ich deinen Plan. Nun, das weiß ich zu schätzen. In Ordnung, wir sind im Geschäft. Aber nur, wenn du das Amulett behältst. Sieh es nicht als Bestechung an, eher als ein kleines Dankeschön. In diesem Fall nehme ich es gerne an. Und jetzt heirat.
Gaius, wirst du mir jetzt erzählen, was das Ganze hier soll? Yep. Komm einfach her, Früchtchen. Ich möchte dir etwas zeigen. Huh? Was ist das? Hast du ein weiteres Amulett gefertigt? Nope. Nee, viel besser. Hier, sieh mal. Wow. Ach du meine Güte, Gaius, welch wunderschöner Ring. Wirklich? Puh, freut mich, dass ich es nicht vermasselt habe. Naja, weil ich gehofft hatte, dass du ihn tragen würdest. Huh? Das verstehe ich nicht. Huh. Erkennst du denn nicht, dass ich dir gerade einen Verlobungsring geben will? Bei allen Göttern, du meinst das wirklich ernst, oder? Yep. So ernst, wie man nur sein kann. Und, wirst du mich heiraten, mein Früchtchen? Du fühlst dich unwohl dabei, mir einen Antrag zu machen, stimmt's? Hey. Komm schon, lass mich jetzt nicht hängen. Das ist schon schwer genug für mich. Well. Und was bekomme ich im Gegenzug? Eine lebenslange glückliche Ehe mit dir? Oh. Ich denke schon. Erwarte ich etwa zu viel? Done. Nein, das ist das Mindeste, was du verdienst. Na dann abgemacht. Ich verspreche dich, den Rest deiner Tage glücklich zu machen. Dann nehme ich den Antrag an. Congrats. Oh, danke, Früchtchen. Du hast Freude an das Herz dieses alten Räubers gebracht. Yeah. Aber Gaius, bitte hör auf, mich Früchtchen zu nennen. Baby, you're a river of chocolate in an ocean of cream. I'm gonna steal your heart on a daily basis. Cool. Teddy wurde befördert. Sie ist jetzt nicht mehr Früchtchen, sondern Baby. Dann schaffe ich ja sogar noch Gregor. Cool. Oi. Hier, Teddy, du darfst trinken, ja? Huh? Hä, was ist das? So ein besonderer mit jetzt den Gregor trinken auf lange Reise. Schmecken wie Kloakenwasser, aber sind sehr gut für dich. Ich brauche keine Medizin, Gregor, mir geht es gut. Nonsense. Du hast keinen Schmerz im Hals, keine verpfuschte Lunge. Huh? Jetzt, wo du es erwähnst, merke ich schon, dass ich ein wenig Halsschmerzen habe. Und schlag, Gregor, dich hören, atmen, klingen wie alter, sterbender Affe. Dein Hörsinn muss ausgezeichnet sein, wenn du das über das ganze Schlachtfeld hörst. Für mich klingen wie Gregor Gesundheit sehr wichtig. Soldat müssen stark sein, ja? Du hast wohl recht, leider vernachlässige ich meine Gesundheit nur allzu oft. Welche krankheitsverbeugenden Maßnahmen ergreifst du denn für gewöhnlich? Gregor haben drei Regeln. Würgen, waschen Hände und messen Temperatur. Oh, das hört sich recht einfach an. Hast du noch andere Geheimtipps für mich parat? Gregor vielleicht haben noch etwas, aber das sehr geheim. Ah, nun, ich habe nicht vor, verbotene Geheimnisse von dir. Du schlafst im selben Bett wie Gregor, dann wie deine Körperwärme. Wie bitte? Ah, Körper werden sehr kalt nachts, ja? Das wärmen Muskeln auf. Eine zweite Decke wird schon ausreichen, danke. Hey. Gregor, ich wollte dir für die Medizin danken, die du mir gabst. Dank dir bin ich kerngesund, allerdings hatte ich einige merkwürdige Träume. Nonsense. Gregor sei vielleicht in merkwürdigen Traum. Oh, also stimmt, du wolltest schlafen in einem Bett mit Gregor. Wir lagen nicht einmal im Bett, wir flogen durch die Luft. Dann landeten wir auf der Sonne und ich schlief mit dem Kopf auf deinen Knien ein. Bei den Göttern, es war furchtbar. Oh, yes. Nicht fühlen als besonders. Gregor habe diese Auswirkungen auf viele Leute. Seitdem habe ich tagelang nicht geschlafen. Tagelang, sag ich dir. Schau meine Augen an, sie sind schon blutunterlaufen. Viele große Liebesgeschichten mit Traum wie deinem beginnen. Das ist nicht lustig. Das ist definitiv nicht lustig. Mir laufen Schauer über den Rücken, wenn wir uns unterhalten. Schauer? Hier, Teddy, lass den Gregor schauen in deine Augen. Nein, halt dich von mir fern. Du bist eine komische Person, nun Schluss mit dem Verscheuchen. Blutunterlaufene Augen, Schauer auf Wirbelsäule, seltsamer Traum von abscheulichem Mann. Du kürzlich gebissen sein von Insekt. Allerdings ein riesiger Tausendfüßer. Aha, da steht Füßler. Das ist falsch. Ein riesiger Tausendfüßer hat mich neulich in den Knöchel gebissen. Oh, das ist furchtbar. Du leidest an gefährlicher Infektion durch Riesenkäfer. Wir unverzüglich handeln müssen. Gregor haben Angst um dein Leben. Deshalb habe ich auch immer gedacht, das heißt Tausendfüßler und habe das weiter gesagt, als wäre nichts, weil Awakening es mir gelehrt hat. What? Wirklich, ist das so gefährlich? Ja, du wirst sterben, Tim. Du wirst einfach sterben. Oi. Oh, Teddy, wie ist deine Erholung? Oh. Dank dir sehr gut. Unsere Heiler sagen, dass ich ohne deine Hilfe gestorben wäre. Ich verdanke dir mein Leben, Gregor. Och, manchmal bekloppter alter Mann auch was wissen, ja? Und du schlaues Mädel, aber alter Mann wie Gregor dir viel beibringen können. Du hören Alten zu und eines Tages sein so schlau wie Gregor. Ja. Es tut mir leid, ich werde dir von nun an genauer zuhören. Du hast ein leere Wörter, aber... Huh? Was, bereitet dir immer noch etwas Sorgen? Huh? Du haben immer noch Albträume, wo schlafen auf Knie von Gregor? Oh. Den Göttern sei Dank inzwischen nicht mehr. No. Sein gut, weil Gregor sonst müssen fort ein Gebühr für Auftauchen in Traum. Eine Auftrittsgage in einem Traum? Das ist doch lächerlich. What? Aber du sagst kein Traum mehr, also sei in Ordnung. Wir werden erstes nennen Probe. Gregor, dir geben rappigen Nachlass. Jetzt, wo du achten auf Gesundheit, keine Träume mehr haben, ja? Wenn du wieder sein Schwach, du können legen Kopf auf Knie ohne Kosten. Ich versichere dir, ich werde von nun an ganz genau auf meine Gesundheit achten.
Das klingt sehr motiviert, der Herr Gregor glauben an dich. Ach ja. Ho, wieso zieh ein langes Gesicht? Wie Pferd das gehen in Bar und Barkeeper sagen, was soll ein langes Gesicht? Du wieder haben einen Albtraum von Gregor? Ich habe schon längere Zeit nicht mehr von dir geträumt. Unglücklicherweise. What? Oh, ist denn gut, ja? Wieso du nicht machen Sprung vor Freude? Ha, du sagst unglücklicherweise. Du vermisst einen Traum mit altem Gregor. Oh, bei den Göttern habe ich das gerade laut gesagt. Hoho, jetzt du wirst ein rot wie Schüssel voll Borscht. Du wirklich vermisst eine nächtliche Besuchung von Gregor? Alright. Nun, genau genommen, ja. Du verfolgst mich im Traum, als ich es nicht will. Dann fange ich an, dich zu mögen. Und puff, da verschwindest du auf einmal komplett. Nonsense. So war Gregor sein unhöflicher Besucher im Traum. Als Buße, ich dir gebe einen billigen Tant. Huh? Billiger Tant, aber Gregor das ist. Sein magischer Ring mit dem Gregor bleiben so lange im Traum, wie du wollen. Allein, wenn du annehmen, Bunny werden gebrochen können. Was du sagen, du bereit sein für Leben mit schönem Gregor? Das ist kein Heiratsantrag, oder? Meinst du das ernst? Nichts müssen Frage fragen, wenn's schon wissen antworten. Schöner Gregor, nie scherze mit Sachen aus seinem Herz. Gregor, ich weiß, dass dir das etwas schwerfällt, aber du musst dich klarer ausdrücken. Machst du mir einen Antrag oder nicht? Wenn du nicht brauchst, einen Ring, auch gut. Du werfst ihn einfach auf Mühlberg mit zerbrochenem Herzen von Gregor. Nein, aber ich will doch. Ich nehme den Antrag freudig und aus ganzem Herzen an. Yes. Dann, Gregor, sein bei dir jeden Tag und jede Nacht. Okay. Now you listen. Gregor promised to bring his beloved many happiness for as long as we both keep on with the living. Ich liebe diesen Akzent. Ach, Gregor. Du siehst viel jünger aus, aber ist okay. Beim nächsten Mal geht's dann weiter mit Libra. Keine Ahnung, worum es da geht. Keine Ahnung, vielleicht Waisenhäuser, wer weiß. Bis dann!